Willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung von Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Wir sind gerade im Überflug über die polnische Karte Golisev. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche, vielleicht eher Golischew. Eine einfache Karte, eine wunderschöne Karte, die sich in Polen abspielt, vor allem darauf ausgelegt ist, auf die Viehwirtschaft. Es gibt sehr große Höfe mit verschiedenen oder mehreren Tiergehegen oder Ställen. Wenn Interesse besteht, werde ich diese Karte gerne mal besprechen in einem Video. Daher möchte ich auf jeden Fall, dass mindestens 20 Personen dies verlangen als Kommentar. Also bitte einfach hinschreiben, dass ihr diese Karte kennenlernen möchtet. Und wenn ich dann 20 Kommentare habe von Leuten, die diese Karte kennenlernen wollen, dann mache ich diese Map-Tour für euch hier zusammengefasst in einem Video, wie gewohnt auf diesem Kanal. Ich möchte noch kurz einen kleinen Hinweis machen für den Stream von Donnerstag. Bitte einschalten um 18 Uhr. Es geht um die Kalmsten Farm und zwar unser Let's Play, was wir angefangen haben vor 2 Wochen. Jetzt kommt dann Kapitel 4 oder 5. Es kommt darauf an, ob ich noch dazu komme, ein Kapitel aufzunehmen. Ansonsten machen wir einfach da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Dann ohne weitere Zeit zu verlieren, gehen wir gleich hier runter auf dieses Feld und fangen auch gleich mit der Mod-Besprechung an. Die erste Mod, die wir uns heute angucken, kommt von SB Farms. Downloadgröße 18,1 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich um den Class Lexion 8000, also die 8000er Serie. In der Beschreibung steht, echte Revolutionen beginnen im Herzen. Das Spitzenmodell aus Harsewinkel setzt neue Maßstäbe. Freuen Sie sich auf einen Mähdrescher, den es in dieser Form noch nie gegeben hat. Und zwar schauen wir uns den gleich im Detail an. Der Lexion 8000 kommt in der Standardversion mit 653 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1150 Liter, 100 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h, Tankfüllmenge für das Erntegut 18.000 Liter, Gewicht 21,2 Tonnen und kostet in der Standardversion 489.500 Euro. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Continental und Trelleborg. Reifenvarianten gibt es Zwillingsbereifung, zum Beispiel bei Trelleborg. Es gibt aber auch mit dem Bandlaufwerk. Dann gibt es eine Konfiguration, die das Design wechselt zwischen EU und US. Dann kann diesem Drescher eine Flottennummer zugewiesen werden, und zwar zwischen keiner 1 bis 5. Bei der Motorausführung haben wir den 8800er mit, wie gesagt, 653 PS und die größere Version ist die 8900er Version mit 780 PS. GPS kann eingebaut werden, das ist selbstverständlich, genauso wie das Nummernschild. Wir hatten gestern sehr viele Mods gesehen von Quernerland und heute geht es weiter mit Quernerland. Wir haben heute eine Mod präsentiert von North Modding Company, Downloadgröße 0,87 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Heugabel wurde Anfang der 50er Jahre von einem örtlichen Landwirt für den Anbau am Traktor entwickelt und von Quernerland in Lizenz hergestellt. Wenn Sie mit der Ernte fertig sind, können Sie Ihren Traktor mit der angebauten Heugabel holen, um mit dem Bergen von Gras und Heu oder Stroh zu beginnen. Diese Quernerland Heugabel hat ein Fassungsvolumen von 2000 Litern pro Heu oder Gras. Natürlich könnte es auch mit Silage klappen. Wiegt 142 Kilo und kostet 300 Euro. Konfigurationsmöglichkeit haben wir die Hauptfarbe, die den unteren Teil des Gerätes verfärbt und zwar wieder in das bekannte Quernerland Mint. Und die Designfarbe haben wir dieselbe Farbpalette. Die beiden Farben sind natürlich klassisch für diese Marke.
Von Smetti kommt die nächste Mod, und zwar der Class Xerion, die 3000er Serie. Downloadgröße 20,68 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Der Lexion 3000 kommt standardmäßig mit 335 PS, wird stufenlos geschaltet, hat 620 Liter Tankfüllmenge, Maximalgeschwindigkeit 55 km/h und wiegt 17,2 Tonnen. Preis in der Grundkonfiguration 330.200 Euro. Bei der Konfiguration kann gewählt werden ein Gewicht, das hinten hinzukommt, oder Standard. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, Nokian und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich hier nicht alle durch, denn es gibt extrem viele Möglichkeiten hier. Dann bei Track gibt es die Möglichkeit, das Track YC einzubauen. Bei den Anhängerkupplungen kann vorne das Frontgewicht geändert werden, und zwar von 1800 Kilo zu 2200 Kilo zu 2600 Kilo oder eine 3-Punkt-Kupplung. Des Weiteren können Warnschilder hinzugefügt werden, EU oder keine. Bei der Motorenausführung gibt es zwei Versionen, einmal die 3300er Serie mit 335 PS und die 3800er Serie mit 379 PS. Natürlich kann auch hier das GPS eingebaut werden. Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Grün, Schwarz, Weiß, Orange, Rot und Blau. Designfarbe kann geändert werden zwischen Chromgitter, schwarzes Gitter oder grünes Gitter. Und zwar betrifft die Designfarbe die Umhüllung des Auspuffs. Bei der Felgenfarbe, versteht sich, kann geändert werden zwischen Rot, Weiß, Grau, Schwarz und Chrom. JA Modding bringt uns den John Deere 2730er Pflug, Downloadgröße 16,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Pflug kommt mit einem Gewicht von 12,9 Tonnen, also ein Schwergewicht, das garantiert, dass man richtig schön tief pflügen kann. Braucht eine Leistung von sage und schreibe 410 PS. Die Arbeitsbreite ist bei 7,9 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit bei 12 km/h. Kostenpunkt hier 58.000, denn es gibt hier keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Das Robert DBS Pack kommt von Paolo 5090R, Downloadgröße 40,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit drei Geräten für die Grünlandpflege. Und zwar haben wir hier den DBS 69, den 720er Eco und den 720er Plus. Im Spiel gibt es keinen Unterschied, welche der drei verwendet werden. Die dienen bei alle drei zum Erhöhen der Düngestufen auf einem Grasfeld. Der 960er kostet 13.900 Euro, wiegt 3 Tonnen, braucht 140 PS, Arbeitsbreite 9,6 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. Hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Den 720er, der kostet 13.700 Euro in der Eco-Version, und zwar haben wir den hier, wiegt 2,3 Tonnen. Braucht 150 PS, Arbeitsbreite 7,2 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. Hier kann beim Design noch etwas geändert werden, und zwar kann ein Warnschild hinzugefügt werden. Die Plus-Version kostet 17.700 Euro, wiegt 2,7 Tonnen, braucht auch 150 PS, Arbeitsbreite 7,20 Meter und arbeitet auch mit 12 km/h. Hier haben wir dieselbe Option mit dem Warnschild, ansonsten gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Airshaba VSR Modding Sur bringt uns den Phoenix IT Runner Edition, und zwar ist dies diese hier. Downloadgröße 16,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, denn wir haben von Giants noch keine Version des IT Runner Pakets bekommen. Also das heißt, ich habe mir die zwar runtergeladen, ist aber nicht vom offiziellen Mod Hub, sondern ein IT Pack, das habe ich gefunden. Auf jeden Fall
kommt dieser Runner hier, diese Phoenix IT Runner Edition, kommt ohne, dass wir irgendwie Geräte haben. Es kann sein, dass diese vom Roland-Pack passen könnten. Das kann man natürlich testen hier. Ansonsten müssen wir hier natürlich warten, um den dann richtig einsetzen zu können, bis das IT Runner Pack dann verfügbar ist. In der Standardversion kommt der Phoenix IT Runner mit den 462 PS, einer Tankfüllmenge von 880 Litern und 90 Liter DEF, 70 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 12,8 Tonnen. Preis 88.000 Euro. Bei der Konfiguration kann entschieden werden, ob hinten ein Zug mal angeschlossen wird. Bei der Motorenausführung haben wir den 460er, den haben wir vor uns stehen mit 462 PS. Dann haben wir den 640er mit 640 PS und wir haben die 1100er Version mit 1130 PS. GPS kann hier auch hinzugebaut werden. Bei der Hauptfarbe, das ist klar, das ist das Chassis an sich mit der ziemlich großen Farbpalette. Designfarbe, das ist das Untergestell, das wird hier jetzt grün angegeben. Dann haben wir Designfarbe 2 und zwar betrifft das die beweglichen Teile, und wenn ich das jetzt als weiß mache, dann sehen wir hier diese beweglichen Teile, also den Aufsatz hier. Und als letztes natürlich die Felgenfarbe, haben wir auch eine sehr massiv große Farbpalette zur Auswahl. Was hier komischerweise nicht verfügbar ist, ist das Nummernschild. Für ein Straßenfahrzeug ein bisschen komisch, dass hier das Nummernschild nicht hinzugefügt werden kann. Der Lizard Continental ist auch zu uns gekommen, und zwar kommt der von Vectorman. Downloadgröße 12,32 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Continental in der Standardausführung mit 200 PS mit einer automatischen Schaltung, Tankfüllmenge 85 Liter und Maximalgeschwindigkeit von 130 km/h. Wiegt 2,7 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Bei der Konfiguration kann im Frontanbau einen Rammschutz hinzugefügt werden. Bei der Innenraumdekoration können verschiedene Sachen ausgewählt werden, zum Beispiel eine Lizard-Figur, ein LS-Hut, ein Ventilator oder Standard. Bei den Anhängerkupplungen kann natürlich ein Zug mal hinten befestigt werden. Und bei der Motorenausführung haben wir die Möglichkeit, vom Continental auf die Turbo-Version zu ändern, was dann zu 300 PS führt. Die Hauptfarbe ist klar, gibt es hier nur eine Möglichkeit, und zwar ist das diese hier. Z84 bringt uns das Yara Mineraldüngerpaket. Es handelt sich dabei um Paletten mit Yara Bela, Yara Mila und Yara Vera Mineraldünger. Je Palette bekommen wir 1190 Liter. Das einzige, wo ein Unterschied besteht, ist im Preis. Und zwar ist der Yara Mila der günstigste mit 1050 Euro. Der mittlere ist dann der Yara Bela mit 1250 Euro. Und der Mineraldünger Yara Vera kommt mit 450 Euro. Ich kann nicht erkennen, worin der Unterschied der einzelnen Düngersorten besteht, ob der eine ausgiebiger ist als der andere. Das kann ich leider nicht beantworten. Es ist auch in der Beschreibung nicht beschrieben, sondern es heißt einfach Paletten mit Yara Bela, Yara Mila und Yara Vera Mineraldünger. Wenn wir gerade im Shop sind, dann schauen wir uns gleich die nächste Mod an. Und zwar kommt diese von Mack Trucker 921. Downloadgröße 0,22 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um Baumsetzlinge, und zwar 120 Stück je Palette. Und zwar gibt es die in den Versionen von Fichte, Fichte Typ 2, Kiefer, Pinie, Birke, Eiche, Weiden, Ahorn, Wechselblattkrieger, Hartriegel, Schuppenrinden, Hickory, amerikanische Ulme, Zypresse, kanadische Felsenbirne und zurück zu Fichte. Von Michael LS kommt dieser Brunnen mit der Downloadgröße von 2,08 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Zu finden natürlich im Baumenü unter Container, das ist dieser kleine
Brunnen hier, Kostenpunkt 2000 Euro und 5 Euro Unterhalt pro Tag. Es gilt zu beachten, dass die Befüllung hier nicht gratis ist, sondern hier auch Geld vom Konto genommen wird für die Befüllung dieses kleinen Tankes. Es wären jetzt ca. 2000 Liter gewesen für ca. 200 Euro. Dieser Wasserbrunnen ist Part von einem Pack, und zwar kommt dieses Pack von Puma 145, Downloadgröße 8,02 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und wie natürlich schon im vorhergehenden Modell ist es auch hier so, dass das unter Container zu finden ist. Und zwar haben wir, wie gesagt, diese eine Version, die schon hingebaut ist für 1000 Euro. Wir haben diesen hier für 500 Euro. Und wir haben noch eine dritte Version auch für 500 Euro. Auch hier wird Geld vom Konto genommen, wenn man den Hänger füllt. Und das wird wahrscheinlich so ähnlich im Preis sein wie im vorhergehenden Brunnen. Falls ihr diese Dekorationsobjekte kennt, dann wundert euch nicht. Diese kommen von Triangles Trouble, Downloadgröße 6,86 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das ein Pack von Deko-Details, natürlich zu finden unter Dekoration und Sonstigem. Und zwar handelt es sich dabei um die 45 verschiedenen Deko-Objekte aus den Standardkarten des LS22. Er hat diese extrahiert und jetzt als Placeables, als platzierbare Objekte verfügbar gemacht. Ich werde hier natürlich nicht alle 45 durchgehen, aber ihr könnt selbst hier sehen, es gibt Fässer, es gibt Bauschutt, Kompressor, Gasflaschen, Metallkiste und so weiter und so fort. 45 Stück an verschiedenem Dekomaterial ist in diesem Paket enthalten. Da kann man also sehr gerne sehr kreativ werden. Kommen wir zu der letzten Mod von heute, und zwar mit diesem Karma 16 Spezial Silo Trio. Und zwar kommt dieser Mod von Zottel Zockt. Downloadgröße 0,52 MB in der Version 1.0 und ist nur für PC und Mac. Es handelt sich dabei, wie gesagt, aus drei spezielle Silos, und zwar das eine heißt Karma 16 und wird gefüllt mit entweder Saatgut, Kalk, Mineraldünger oder wieder Saatgut, also drei Füllmaterialien für das Karma 16. Dann haben wir das Karma 16 für Futtermittel, und hier kann gekauft werden Weizen, Hafer, Mischration, Gras, Schweinefutter, Mineralfutter, Silage, Heu, Stroh und wieder Weizen. Und dann haben wir noch das Flüssigkeiten-Silo, und zwar hier kann gekauft werden Wasser, Flüssigdünger, Pflanzenschutzmittel, Siliermittel, Diesel und natürlich wieder Wasser. Also eine sehr nützliche Kombination, was ich allerdings nicht weiß, ob ich jetzt hier ein quasi Förderband hinzufügen muss, damit ich hier das abtanken dann kann, weil ich sehe hier keinen Überfüllstutzen hier. Ich würde das doch jetzt einfach gleich mal testen, wenn ich jetzt hier einfach mal sage, wir kaufen mal Weizen ein, und zwar füllen wir das mal auf. Dann holen wir uns den IT Runner und gehe da mal hin und versuchen das mal zu füllen. Ich schalte mal den HUD ein und dann fahren wir einfach mal zu dem Mineralfutter oder nee, zu dem mittleren Silo hier und versuchen das mal abzutanken. So, mit der Befüllung starten. Also dann kann ich jetzt ohne Probleme Weizen abtanken. Es gibt hier keinen Überfüllstutzen, aber funktionieren tut es alleweil. So, das war die Mod-Vorstellung von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Falls euch diese Vorstellung gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir euren Daumen da lässt. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Inhalte verpassen. Und bitte kommentiert, ob ihr diese Karte hier kennenlernen möchte, ob ich hier eine Tour machen soll. Sobald ich, wie gesagt, 20 Kommentare habe, die dies verlangen, werde ich hier eine Tour machen, ein Video zusammenfassen für euch, damit wir auch eine polnische Karte mal gesehen haben. Das war's für heute. Danke, tschüss und hasta luego.